Hallo zusammen. Früher gab es noch viel, viel mehr Pfeifenraucher in der Öffentlichkeit, aber es gab noch kein YouTube. Wie haben also diese Pfeifenraucher es fertiggebracht, ihre Pfeifen richtig zu rauchen und richtig zu pflegen? So oder so ähnlich, etwas ketzerisch ausgedrückt, lieber Alex, lieber Tobi, habt ihr vor ein paar Tagen in einem sehr interessanten Video diese Fragen mal einfach so in die Runde geworfen? Die Beantwortung dieser Fragen können am besten die älteren Semester vornehmen, also ich nicht. Aber ich habe zwei ältere, das was ich als ältere Semester bezeichne, direkt neben mir wohnen, nämlich unseren fast 74-jährigen Nachbarn, Pfeifenraucher, und seine fast 79-jährige Frau. Nichtraucherin zwar, aber Pfeifenverkäuferin gewesen. Seit den 50er Jahren durch Übernahme des Lotto-Totto-Pfeifen-Zigaretten- sonst was Handels ihres Vaters. Und von ihr weiß ich auch, dass es Pflegehinweise, die richtige Handhabung, also Tipps, einfach Ratschläge zur richtigen Handhabung der Pfeife auch damals schon gab. Also im frühen 20. Jahrhundert, vor dem Krieg, nach dem Krieg, eben wie gesagt 50er Jahre und auch schon davor. Ich habe also auch selber tatsächlich Pflegehinweise der Firma Donat Thiel aus Ostdeutschland aus dem späten 19. Jahrhundert gefunden, die also zusammen mit ihren Meerschaumpfeifen Pflegehinweise und ja, Tipps einfach zur Handhabung dieser Pfeifen mit veröffentlicht haben und mit verteilt haben, einfach an die Händler und somit dann auch an die Endkunden. Also es gab immer schon diese Pflegetipps, nur natürlich nicht in YouTube-Form oder in Form eines Mediums, das einem auch ungefragt gern mal hinterherläuft. Das tut ein Produkt, ein nicht sprechender Produktkatalog, so natürlich nicht. Dann muss man natürlich auch so sehen, nicht jeder Pfeifenraucher ist erstens organisiert in einem Pfeifenclub oder auch in einem virtuellen Pfeifenclub, wie es die YouTube-Pfeifen-Community ist. Und nicht jeder hat einen Grund dazu, nach Pflegevideos zu gucken, sich Pflegevideos anzuschauen. Ganz einfach, weil er den für sich passenden Stil gefunden hat, wie er seine Pfeifen stopft, wie er sie handhabt, wie er sie pflegt und ob nicht. So wie es früher eben halt auch war. Also meine Nachbarin hatte in ihrem Geschäft durchaus städtische Kundschaft, also gut situierte Kundschaft, die auch teurere Pfeifen gekauft hat, die dann auch diese entsprechend gepflegt hat. Sie hatte aber auch andere Kundschaft, nicht unbedingt weniger betucht, aber eben solche, die gesagt haben, nö, ich lege darauf keinen Wert. Für mich ist die Pfeife ein Gebrauchsgegenstand, ich rauche die so, wie es mir schmeckt und wenn das Ding irgendwann nicht mehr taugt, dann schmeiße ich es weg und kaufe mir eine neue. So, also damals wie heute, so wie es heute auch ist. Nicht jeder macht ein großes Trara um die Pflege seiner Pfeifen. Für viele ist es einfach ein Gebrauchsgegenstand und ja, jeder handhabt das, wie er möchte. Und daher denke ich, schaut sich nicht jeder Pfeifenraucher zwangsweise ein Pflegevideo auf YouTube an oder hat auch das Bedürfnis danach, weil er das nicht braucht. Er braucht die Informationen schlicht nicht. Und zum Thema mehr Pfeifenraucher in der Öffentlichkeit. Würde ich so auch nicht bestätigen. Also ich sehe heute noch genauso viel Pfeifenraucher mal durch die Stadt, durchs Dorf bei uns in der Schweiz schlurfen oder auf dem Fahrrad fahren, wie das damals mal der Fall war. Ich sehe das so, die Pfeife war und ist ja nie ein Mittel zur Suchtbefriedigung, sondern eben wirklich ein Ausdruck des genüsslichen längeren Rauchens, Rauchvergnügens. So, man zieht sich also irgendwohin zurück an ein gemütliches Plätzchen und genießt dort seine Pfeife, wie eben damals dann auch die Zigarren. Die Straßenraucher waren und sind für meine Wahrnehmung immer die Zigarettenraucher gewesen.
Und die kamen natürlich mit Möglichkeit der industriellen Massenherstellung im späten 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert kam da natürlich der große Siegeszug. Deswegen meint man vielleicht, das hat dann so die Pfeifenraucher komplett aus der Öffentlichkeit verdrängt oder früher war das eben mehr. Nein, würde ich nicht sagen. Wie Rainer schon sagte in seinem Video, es war natürlich so, man durfte überall rauchen. Klar, also vom Büro angefangen bis hin zum, ich meine, selbst im Krankenhaus, wo man in bestimmten Bereichen da öffentlich, ganz öffentlich da sitzen und rauchen konnte. Also heute wirklich unvorstellbar. Das war natürlich schon noch so. Aber auch da kann ich nicht erinnern, dass da jemals ein Zigarren- oder Pfeifenraucher dann groß gesessen hätte. Das waren auch wieder nur die Zigarettenraucher. Ja. Was, wenn wir jetzt sicherlich mal ins 19. Jahrhundert zurückgehen, da, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, ich suche mir meistens schöne alte historische Hotels aus, um darin zu übernachten und schaue mir dann gerne die Bilder dort an, Gemälde oder auch Fotografien von früher Straßen, Aufnahmen aus den Innenstädten mit Menschen, die da flanieren oder in den Pferdekutschen herumgefahren sind. Auf diesen Bildern sieht man immer mindestens einen Pfeifenraucher, wenn nicht noch mehr. Nur ich denke, das war eben dem Umstand geschuldet. Man hatte noch nicht so diesen, wie gesagt, die Massenproduktion der Zigaretten war noch nicht da, noch nicht verfügbar. Es wurden Zigarren geraucht, es wurde Pfeife geraucht, es wurde auch aus Pfeifen, Scheckpfeifen gab es ja, Feinschnitt, durchaus einfach dieser Feinschnitt-Tabak, manchmal auch einfach mit getrocknetem Laub gestreckt, geraucht. Ja, also man brauchte einfach diesen Behälter, um das überhaupt rauchen zu können. Und was man auch nicht vergessen darf, es waren natürlich in diesen Zeiten 3/4 der Bevölkerung waren tatsächlich auch noch Landwirte oder irgendwie in der Landwirtschaft tätig. Also auch da sicherlich eine Gruppe von Leuten, die da eher dem Tabakgenuss, Tabakkonsum auch zugetan waren, als jetzt vielleicht da die Upper Class. Ja. Das ist meine bescheidene Sicht auf die Dinge. Goldene Zeiten haben wir sicherlich nicht. Wir haben eine Überschussgesellschaft in vielerlei Hinsicht. Wir haben sicherlich immer noch ein sehr gutes Angebot an Tabaken. Nur nein, goldene Zeiten in dem Sinne, was ich also immer auch mit Gemütlichkeit, Zufriedenheit, Ungestörtheit verbinde, die haben wir jetzt aus meiner Sicht sicherlich nicht. Nein. Es kommt bestimmt wieder dahin zurück, aber das dauert noch. Denke, das dauert noch einiges. Ja, das soll es gewesen sein. Mein kurzes Statement dazu. Ich freue mich auf weitere Antworten und ja, wir sehen uns spätestens in Loma. Ciao, euer Jean.